Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, Salam Aleikum. Mein Name ist Michael Pröbsting, bin internationaler Sekretär der RCIT. Wir haben uns hier versammelt in einer Stunde, wo Assad und Putin das syrische Volk in Idlib terrorisieren. Sie werfen Bomben ab, Granaten. Hunderttausende Menschen mussten bereits fliehen. Sie wissen nicht wohin. Sie müssen unter Olivenbäumen übernachten, weil sie keine Möglichkeit haben, Zuflucht zu finden. Wir versammeln uns heute hier, um auch der Familien der Hunderten von Zivilisten, die ermordet wurden von Assad, unsere Grüße zu senden. Wir versammeln uns heute auch hier, um unseren Bruder Abdul Basset Sarut und 100 anderen Kämpfern, die gefallen sind im Kampf für die Freiheit, mit einer Stimme sagen wir: Nieder, 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 Assad! Nieder, 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 Assad! Nieder, 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 Assad! Nieder, 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 Assad! Freiheit für Syrien! Freiheit für Syrien! Freiheit für Syrien! Freiheit für Syrien! Wir stehen hier, um unseren Protest zu zeigen. Das syrische Volk wird erstickt durch die Zusammenarbeit der Großmächte, durch das Schweigen der Medien. Das syrische Volk stirbt und keiner der Mächtigen tut etwas. Wir brauchen eine starke internationale Solidaritätsbewegung, die das syrische Volk unterstützt im Kampf für die Freiheit. Die syrische Revolution ist nicht tot. Sie lebt, sie kämpft und sie wird weiter kämpfen, bis Idlib frei bleibt, bis Aleppo, Hama und Damaskus befreit wird, bis Assad gestürzt wird. An diesem Wochenende, gestern und heute, hat ein internationaler Solidaritätstag stattgefunden. In Dutzenden von Städten auf der ganzen Welt sind die Menschen auf die Straße gegangen und so wie wir haben sie mit einer Stimme gesagt: Nieder, nieder mit Assad! Nieder, nieder mit Assad! Nieder, nieder mit Assad! Nieder, nieder mit Assad! Hoch die internationale Solidarität! Hoch! Danke, Schukran.